Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3 die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE zu einem Hessischen Untersuchungsausschussgesetz, UNAG. Das ist die Drucksache 5/17 aus 20. Die vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten. Als Erstes hat sich für DIE LINKE Herr Schaus zu Wort gemeldet. In fast allen Bundesländern und im Bund regeln Gesetze den Rahmen und den Ablauf von Untersuchungsausschüssen, nur in Hessen nicht. Weil aber Untersuchungsausschüsse das wichtigste Instrument des Parlaments zur Kontrolle der Regierung sind und obwohl auch die hessische Verfassung der Opposition entscheidende Minderheitenrechte hier zubilligt, ist in Hessen bisher nichts gesetzlich geregelt. Und das wollen wir endlich ändern. Wir haben in den letzten Jahren mit diversen Untersuchungsausschüssen viel Erfahrung gesammelt. Bisher mussten mit Einsetzung jedes Untersuchungsausschusses erst intern die Regeln erarbeitet werden. Beim Erarbeiten dieser Regeln bleibt die Öffentlichkeit aber außen vor. Das ist alles intransparent, und die Mehrheit entscheidet dann auch weitgehend über den Ablauf. Die bisher als Arbeitsgrundlage dienende sogenannte IPA-Regel ist, das muss man wissen, ein vom Bundestag aufgrund seiner Untauglichkeit nie beschlossener Gesetzentwurf aus dem Jahre 1969. Also schlechte Regeln, die 50 Jahre alt sind. Und diese veralteten, schlechten Regeln waren bisher entscheidend für die Ausschussarbeit. Sie müssten deshalb dann auch im Einzelnen modifiziert und angepasst werden. Und das versteht draußen in der Bevölkerung niemand. Mindestens seit 2008 besetzen die Regierungsfraktionen jeden Untersuchungsausschuss mit einem Vorsitzenden aus ihren Reihen. Alle Untersuchungsausschüsse wurden aber durch die Opposition initiiert. Wenn dazu, wie im NSU-Untersuchungsausschuss, auch noch die zweite Regierungsfraktion den Berichterstatter stellt, wird die Aufklärungsarbeit der Opposition faktisch eingeschränkt. Im Bund und in den Ländern wechselt der Vorsitz von Untersuchungsausschüssen zwischen Regierung und Opposition auch, wenn es nicht so im Gesetz geregelt ist. Aber in Hessen gehen die Uhren halt immer anders. Wir brauchen also endlich in Hessen ein Untersuchungsausschussgesetz. Und eigentlich sagen das auch alle Fraktionen im Landtag schon seit Jahren. Selbst im alten Koalitionsvertrag von Schwarz-Grün aus 2014 stand das drin. Im neuen steht es nicht mehr drin. Passiert ist seither allerdings nicht viel. Mit dem Scheinargument, dass während laufender Untersuchungsausschüsse kein Gesetz beraten werden könne, wurde dies verschleppt. Nach dieser Scheinlogik dürfte aber nie ein laufendes Gesetz geändert werden. Sie merken also, wie absurd diese Argumentation wäre. Zur Vorgeschichte gehört auch, dass der FDP-Abgeordnete Dr. H.C. Hahn bereits Ende Februar diesen Jahres allen Fraktionen seinen Entwurf für ein Untersuchungsausschussgesetz zugesandt hat. Aus der FDP wurde also auch versucht, einen Stein ins Wasser zu werfen. Basis dabei war ein Entwurf, der am Rande der Verfassungsenquete eher beiläufig angesprochen wurde. Ein gemeinsames Beratungsverfahren wurde aber leider nie offiziell eingeleitet. Und da zu diesem Zeitpunkt, Februar diesen Jahres, haben wir schon lange an unserem eigenen Gesetzentwurf gearbeitet. Da sich die CDU aber nach wie vor weigert, inhaltliche Anträge mit uns gemeinsam einzubringen, haben wir uns entschieden, mit dem vorgelegten Gesetzentwurf nun offiziell die parlamentarische Debatte zu beginnen. Wir haben uns mit unserem Entwurf an den Gesetzen anderer Bundesländer orientiert und einen Fokus auf mehr Transparenz
eine Stärkung der Minderheitenrechte und auf Verfahrenssicherheit gelegt. Wir freuen uns auf die Sachverständigenanhörung und sind bereit, unseren Gesetzentwurf weiter zu verbessern. Wenn andere Fraktionen sagen, wartet damit noch einige Monate, dann haben auch wir einen Entwurf. Dann umso besser, dann hören wir die Entwürfe gerne gemeinsam an. Wir scheuen die Debatte nicht, im Gegenteil. Kommen Sie zum Schluss, Herr Schaus. Das war der letzte Halbsatz, Herr Präsident. Die Debatte ist hiermit eröffnet. Danke, Herr Schaus, für die Einbringung. Für die FDP-Fraktion hat sich Dr. H.C. Hahn zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich könnte jetzt ein bisschen was über den ersten krähenden Hahn sagen, der nicht zum Erfolg kommt. Aber wenn dann die Gemeinschaft der Hähne und der Hühner sich einmal zusammensetzen, kommt etwas Gutes bei raus. Ich könnte auch sagen, das sagt man bei der Bundeswehr, wenn jemand vorprescht, ohne dass er mit dem Kollegen darüber spricht, dass es da, na ja, dass es halt nicht ganz so nett ist. Und genauso empfinden wir als Freie Demokraten. Und ich habe das Gefühl, fast die Mehrheit dieses Hauses ihr agieren. Sie waren dabei. Sie waren dabei. Als in der letzten, Sie waren, ich habe bei Ihnen eben so lange geschwiegen, Frau Wissler, und es hat mir so schwer gefallen. Mir wäre es lieb, wenn Sie meine noch verbleibenden 4:15 einfach mal ungestört mich reden lassen. Wir waren uns einig gewesen in der Orchid-Kommission zur Reform der Hessischen Verfassung, dass wir ein Untersuchungsausschussgesetz in Hessen in dieser Legislaturperiode haben wollen und haben werden. Das war der Kollege Kaufmann, der sich die Mühe gemacht hat, gemeinsam mit anderen sicherlich die Mühe gemacht hat, einen entsprechenden Entwurf vorzulegen. Es war klar. Und deshalb, Herr Schaus, Sie wollten einfach nur einmal die schnelle Zeile haben. Das Schöne ist ja, Sie haben sie ja noch nicht einmal bekommen, sondern die Medien haben ja sofort gemerkt nach Ihrer Pressekonferenz, dass das ein unüberlegtes Vorbrechen gewesen ist. Ein unüberlegtes Vorbrechen. Ich bin dankbar. Natürlich habe ich das nicht als Jörg-Uwe Hahn geschrieben, sondern im Auftrag der Fraktion der Freien Demokraten und im Auftrag unseres Fraktionsvorsitzenden René Rock, dass nunmehr auf unser Schreiben geantwortet worden ist und dass sowohl die Koalitionsfraktionen wie auch die Sozialdemokraten gesagt haben, wir machen dieser interfraktionellen oder überfraktionellen, wie auch immer, Arbeitsgruppe mit. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde euch morgen nerven, weil morgen Abend will ich einen gemeinsamen Termin dieser Arbeitsgruppe haben. Das wird morgen auf der Tagesordnung stehen, damit wir uns dann auch an die Arbeit schnell machen. Zweite Bemerkung. Der Gesetzentwurf der LINKEN ist in sich mit so vielen Brüchen versehen, dass man nur sagen kann, aber der Schreibcomputer hilft da ja weiter. Das eine ist aus Thüringen herausgenommen worden, das andere aus Schleswig-Holstein herausgenommen worden. Leider hatte sich keiner mehr die Mühe gemacht, das irgendwie zusammenzuführen, sodass Sie da erhebliche gedankliche, intellektuelle Brüche haben. Darüber hinaus haben Sie Dinge drin, die ich nicht haben will. Ich will nicht. Wir Freien Demokraten wollen nicht, dass es unter Ausschüsse zu Untersuchungsausschüssen gibt. Das wollen wir nicht. Das ist falsch, schlicht und ergreifend falsch. Und dieses aus Thüringen abgeschriebene Ritual der Verlesung von Protokollen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben wirklich auch andere Aufgaben, als stundenlang uns vorlesen zu lassen, was in irgendwelchen Protokollen steht. Also, wenn man es wissen will, muss man es halt lesen, selbst lesen. Gucken Sie nach § 22 in Ihrem Gesetzentwurf. Ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, da hat wirklich einer so ein bisschen einen Auftrag gehabt, sammel mal aus den anderen Bundesländern und dem Bund zusammen, und da kam das raus. Wir als Freie Demokraten, meine sehr verehrten Damen und Herren, letzter Teil, wollen, dass bei der Zuteilung der Ausschuss, bei der Zuteilung der Vorsitzenden wir uns genauso benehmen wie bei der Zuteilung von Ausschussvorsitzenden. Das kann nicht sein, dass immer die Regierenden, und ich habe auch längere Zeit dazugehört, ich weiß also, wovon ich spreche, die vermeintliche Oberhoheit über den Ausschüssen haben, sondern da muss ein rollierendes System sein. Wir wollen darüber hinaus, weil das gerade in dem letzten Untersuchungsausschuss von so besonderer Bedeutung war, eine klare Regelung zum Thema externe Sachverständige haben. Das kann man nicht so zwischen Suppe und Kartoffel irgendwie klären. Wir wollen aber auch, dass die Minderheitenrechte gestärkt werden.
Wir wollen, dass nicht nur der Ausschussvorsitzende, egal welcher Fraktion er jetzt angehört, sondern dass auch immer die Fraktionen eine wissenschaftliche Stelle zur Verfügung bekommen haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich könnte jetzt noch eine Vielzahl, nein, das ist eine Vielzahl, es sind noch 7, 8 andere Punkte Ihnen vortragen, das will ich aber nicht tun. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ziel der Freien Demokraten war es, dass wir gemeinsam etwas erreichen. Wir wollten nicht die schnelle Überschrift haben. Wie gesagt, Sie haben es ja nicht mehr bekommen. Das ist auch noch schiefgegangen, die ganze Veranstaltung. Aber wir wollten, dass genauso wie bei der Hessischen Verfassung wir uns gemeinsam in diesem Parlament, ich sage es sehr bewusst, zusammenraufen, um ein Untersuchungsausschussgesetz hinzubekommen, wo jeder bitte bedenkt, jetzt bin ich vielleicht gerade in der Opposition, das nächste Mal bin ich in der Regierung oder auch andersherum. Und das sind die Interessen des Parlaments. Führen wir sie zusammen. Und wie gesagt, liebe Kollegin, ich habe die Namen hier schon aufgeschrieben. Ich komme morgen im Terminkalender und ich gehe erst raus, wenn wir einen Termin haben. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Frank-Peter Kaufmann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Kollege Hahn hat gerade, obwohl er eigentlich Grund zur Verärgerung hätte, genau wie ich, den persönlichen Weg eingeschlagen. Herr Kollege Hahn, das ist richtig. Ich bemühe mich auch, auf den persönlichen Weg zu kommen, kann das aber nicht, ohne, verehrter Kollege Schaus, Ihnen noch einmal deutlich zu sagen, mit Ihrer Aktion und dieser Gesetzeseinreichung haben Sie öffentlich bewiesen, dass es Ihnen genau nicht um das Recht des Untersuchungsausschusses geht, sondern dass es Ihnen darum ging, in der Osterpause sozusagen eine schnelle Schlagzeile zu bekommen. Denn pünktlich zum Ferienbeginn kam die Einladung zur Pressekonferenz, wo euphemistisch ein eigener Gesetzentwurf angekündigt wurde. Allerdings bei Reinschauen in den Entwurf zeigt er eher, dass er ein Copy-and-Paste-Produkt aus dem Schnibbelbuch zu sein scheint. Im Übrigen, Herr Kollege Schaus, Sie gingen schon in der Einladung mit der Wahrheit sehr unkorrekt um. Sie haben geschrieben, ein Gesetzentwurf sei weiterhin nicht in Sicht, kannten aber das Schreiben des Kollegen Hahn und kannten erst recht, oder Sie haben nur eine Chaosfraktion, seit dem 28. Juli 2018 um 18.49 Uhr einen Gesetzentwurf, der damals noch im Arbeitszusammenhang mit der Enquetekommission Verfassung an alle damaligen Fraktionen herumgeschickt wurde, den Sie ebenso als beiläufig weggetan haben. Ja, die Aufforderung, die Bitte, die in der Mail auch drin stand, nämlich sich zu äußern, ob man darüber reden wolle oder nicht, die haben Sie, wie manche anderen auch, in der Tat ignoriert. Insoweit haben Sie das Thema Ihrerseits vernachlässigt. Meine Damen und Herren, wir hatten damals in der Enquetekommission, der Kollege Hahn hat darauf hingewiesen, die Verständigung, dass wir die Verfassung nicht ändern, aber einen gemeinsamen Gesetzentwurf in einem ähnlichen Verfahren wie in der Verfassungsenquete vorbereiten. Und genau das haben Sie bisher verweigert. Wenn wir jetzt das Ganze und Ihr Hinweis, dass Sie auch bereit sind, gemeinsam mit anderen Gesetzentwürfen dann in die Anhörung zu schreiten, ist ja so ein bisschen Friedensangebot, beziehungsweise Sie haben gemerkt, dass Sie ausgerechnet als kleinste Fraktion jetzt ohne Rücksprache mit den anderen keinen erfolgreichen Vorstoß in dieser Sache machen können. Ihnen ist vielleicht das klar geworden. Meine Damen und Herren, ich will kurz noch, die Zeit ist ja leider sehr knapp, auf den Inhalt, einige Inhalte eingehen. Wenn man aus anderen Gesetzen abschreibt, ist das völlig zulässig, wenn man es klug macht. Aber wenn man es so wie Sie macht, ist es eher unklug. Merke, Herr verehrter Kollege Schaus, Artikel 92 Absatz 3 unserer Verfassung weist ausdrücklich auf die Strafprozessordnung hin. Etliche andere Verfassungen von Ländern tun das nicht. Und das macht einen gewaltigen Unterschied, nämlich erstens, ob dann wirklich die Vorschriften der Strafprozessordnung im Gesetz alle wiederholt werden müssen. Darüber kann man mindestens füglich streiten. Aber zweitens, Ihr im Gesetzentwurf stehende § 14 Absatz 3 wird zum Problem.
Dort steht nämlich, man könne von der Strafprozessordnung abweichen, was aus meiner Sicht zunächst einmal ein Verfassungsverstoß wäre, die Ihnen ausdrücklich vorgibt, nach der Verfassung, nach der Strafprozessordnung zu verfahren. Auch das, denke ich, ist zu diskutieren. Zweites Beispiel, warum Ihr Gesetzentwurf eher schnell, hektisch und damit auch schlampig gemacht worden ist, ist Ihr § 19 Vereidigung. Ihnen sollte nicht entgangen sein, der Hessische Staatsgerichtshof hat mit Urteil vom 16. November 2011 festgelegt, dass in Untersuchungsausschüssen eine Vereidigung unzulässig ist. Das kann man nachlesen. Ob man es dann in ein Gesetz reinschreibt, die Verfassung, verehrter Kollege Schaus, kann man mit Gesetz nicht ändern. Da müssen wir aber jetzt hier auch nicht drüber streiten. Meine Damen und Herren, Sie merken an diesen Feststellungen und der zunehmenden Aufregung des Kollegen Schaus, was Sie uns vorgelegt haben, taucht eigentlich die Diskussion nicht. Ich bin froh, wenn wir uns hier zusammenfinden, um einen auch viele Aspekte aufgreifen. Ich bin beim Kollegen Hahn ziemlich nah dabei. Wir kennen ja wechselseitig unsere Entwürfe. Und insoweit, denke ich, werden wir am Ende ein gutes Ergebnis erzielen. Und Herr Kollege Schaus, als allerbeste fürs Verfahren wäre, Sie würden Ihren Gesetzentwurf zurückziehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Das Wort hat der Abg. Bulldorf, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Eigentlich bräuchte ich gar keine Rede zu halten, weil was der Kollege Kaufmann vorgetragen hat, ist möglicherweise von mir Beifall von der falschen Seite. Aber es ist absolut zutreffend. Das kann ich nur nachhaltig unterstützen, was Sie eben vorgetragen haben. Und wir sehen das ähnlich. Denn der Parlamentarische Untersuchungsausschuss gehört zu den wesentlichen, den relevanten Kräften der parlamentarischen Opposition zustehenden Instrumenten. So sagt es das Bundesverfassungsgericht völlig zutreffend in einem Urteil vom Mai 2016. Mit Blick auf die Verfassungsrealität will ich ergänzen, dass er ein notwendiges Mittel ist, um die Auskunftsbereitschaft der Regierung und einer parlamentarischen Regierungsmehrheit zu erhöhen und eventuelle politische Missstände, die im Verborgenen liegen, aufzuklären. Hessen ist im Gegensatz zum Bund und den anderen Ländern nach meinem Kenntnisstand das einzige Bundesland, in dem es noch kein Untersuchungsausschussgesetz gibt. Das muss sich ändern, denn Hessen braucht eine gesetzliche Grundlage, da die bisherige Praxis als untauglich und nicht zielführend sich erwiesen hat. Denn bisher wurden für Untersuchungsausschüsse, nämlich die sogenannten, wurde eben schon gesagt, IPA-Regeln angewandt, das heißt interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft, wer das vielleicht nicht weiß, die einem nie verabschiedeten Gesetzentwurf der fünften Wahlperiode des Bundestages zugrunde liegen. Anhand der Tatsache, dass sich die Verfahrensabläufe in Hessen in diesem Bereich an einem verworfenen Dokument aus dem Jahr 1968 stützen, und da ist der erste Fehler schon, Herr Schaus, in Ihrem Vortrag. Sie schreiben, es wäre 69 gewesen, es war aber 68. Wer es nicht glaubt, ich habe das entsprechende Dokument dabei. Also aus dem Jahr 1968 stützen, zeigt sich klar, auf welch einem brüchigen und rechtsunsicheren Terrain sich der Hessische Landtag die letzten Jahrzehnte bewegt hat. Diese Praxis entspricht in keinster Weise den Maßstäben, an denen Untersuchungsausschüsse in der heutigen Zeit gemessen werden. Hier hätte bereits vor Jahren gehandelt werden müssen. Bereits im Koalitionsvertrag der letzten Wahlperiode wurde ein eigenes Untersuchungsausschussgesetz für Hessen angekündigt. Aber ich muss leider Kritik anbringen. Wie so oft hat Schwarz-Grün auch hier nicht geliefert. Denn Ankündigungen ersetzen kein aktives politisches Handeln. Doch nun komme ich zu dem, um was es geht, nämlich zu dem Gesetzentwurf der LINKEN. Dieser greift die Problematik auf, ist allerdings ein zusammengewürfeltes Stückwerk. An den meisten Stellen, und das geben Sie ja in der Begründung offen zu, jetzt bin ich falsch, bedienen Sie sich aus Passagen der Gesetze anderer Bundesländer.
Hieraus sind die richtigen Schlüsse zu ziehen, weil der Hessische Landtag ganz eigene Rahmenbedingungen hat, die aber trotz der von Ihnen vorgenommenen Anpassungen im Text nicht angemessen berücksichtigt wurden. Der vorliegende Gesetzentwurf ist nach unserer Auffassung der AfD, lassen Sie mich mal vortragen, der vorliegende Gesetzentwurf ist nach Auffassung der AfD ein Sammelsurium unterschiedlicher Rechtstexte. Er scheitert an seinem eigenen Anspruch und ist an manchen Stellen in sich widersprüchlich. Deutlich zu sehen ist dies in § 10, der die Durchführung der Sitzungen regelt. Unkonventionell ist auch, dass Vorsitz, Stellvertreter und Berichterstatter der Untersuchungsausschüsse im Plenum des Landtages gewählt werden sollen. Dies wird nirgendwo so gemacht, auch nicht in Schleswig-Holstein, auf dessen Gesetz Sie sich in der Begründung zu § 6 beziehen. Hinzu kommt, dass die geltende Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs auch und insbesondere hinsichtlich der Zeugenvereidigung nicht beachtet wird. Kurzum, meine Damen und Herren, zeigt sich hier, schnell gemacht ist nicht immer gut gemacht. Meine Damen und Herren, es darf bei einem so sensiblen Thema keinen Wettlauf um den schnellsten Gesetzentwurf geben. Wir befürworten daher den von der FDP geäußerten Ansatz, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die alle, ich betone alle Landtagsfraktionen mit einbezieht. Auch eine Hinzunahme, es wurde eben schon gesagt, von verfassungs- sowie verwaltungsrechtlicher Expertise ist hier in jedem Fall anzustreben. Das mag zwar zeitintensiv sein, meine Damen und Herren, aber nur so kann sichergestellt werden, dass ein Gesetz verabschiedet wird, das die Akzeptanz aller politischen Kräfte findet, einen verfassungsgemäßen Ausgleich zwischen Regierung und Opposition garantiert und eine effiziente, lückenlose und transparente Arbeit gewährleistet. Der Gesetzentwurf der LINKEN kann dies nicht. Deswegen können wir Ihren Vorschlag auch nicht unterstützen, lehnen ihn ab. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Boldorf. Das Wort hat der Abg. Christian Heinz, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Untersuchungsausschüsse, das ist schon zu Recht gesagt worden, sind ein sogenanntes scharfes Schwert der parlamentarischen Opposition, ja, wenn man so will, sogar das Königsrecht aus der Verfassung zur Kontrolle der Regierung. Und in Hessen hat dieses Instrument ja eine reichhaltige Geschichte über die letzten Jahrzehnte hinweg. Ich will nur exemplarisch zwei Dinge nennen. Man hat hier schon gestritten und untersucht über die Frage, ob Pferde rechtmäßig geritten wurden und dann in der vergangenen Wahlperiode auch, ob Kernkraftwerke rechtmäßig abgeschaltet wurden. Einfach um also zwei Antipoden aus den vergangenen Jahrzehnten hier zu nennen. Das vielleicht noch eine, das ist ja schon fortgeschritten, die Zeit heute. Das Polizeipferd wurde damals nicht vorgeladen. Dafür haben wir es aber geschafft, damals noch zusammen mit dem Kollegen Schmidt 3 Stunden lang die Kanzlerin in Berlin zu befragen. Also es gab das ein oder andere Highlight über die, Frau Wissler war dabei in den vergangenen Jahrzehnten. Und die Älteren erzählen heute noch begeistert vom Pferd Metternich aus den 90er Jahren. Jetzt kommen wir aber zur Frage der gesetzlichen Regelung, um die es heute geht. Man sollte, glaube ich, voranstellen, dass sich die ganz wesentlichen Fragen sowieso unmittelbar aus Artikel 92 der Hessischen Verfassung ergeben und wir es auch im Landtag schon ohne eigenes Gesetz geschafft haben, über die letzten Jahrzehnte in unterschiedlichen Rollen hier ganz wesentliche Rechte der Opposition vor dem Staatsgerichtshof zu erstreiten und auch zu präzisieren. Und richtig ist aber auch, dass wir im vergangenen, im 19. Landtag hier gemeinsam vereinbart haben, nach der erfolgreichen Verfassungsenquete, wo wir gemeinsam mit 4 Fraktionen 15 verfassungsändernde Gesetze eingebracht haben, dann am Ende dieses Prozesses uns vorgenommen haben, uns auch dem Entwurf eines Untersuchungsausschussgesetzes vorzunehmen. Und das, meine Damen und Herren, da bin ich mir ganz sicher, das werden wir in dieser 20. Wahlperiode und auch sehr zeitnah auch gemeinsam tun. Aber eins ist auch richtig, das haben auch Vorredner schon gesagt, so einfach wie mit dem vorliegenden Entwurf der LINKEN sollten wir uns dabei nicht machen. Herr Schaus hat davon gesprochen, wir hätten bisher schlechte Regeln. Da will ich aber sagen, die sollten wir nicht durch ein ganz schlechtes Gesetz und einen Teil möglicherweise sogar verfassungswidriges Gesetz ersetzen.
Der jetzt vorliegende Entwurf, über den wir heute sprechen, der enthält zahlreiche Ungenauigkeiten. Man hat hier aus verschiedenen Landesgesetzen sich jeweils die besten gefallene Regelung irgendwie zusammenkopiert. So kann man keine Gesetze machen. Ich will nur exemplarisch drei Punkte nennen, wo ich ein großes Fragezeichen an den Rand gesetzt habe. Es gibt noch einige mehr darin. Die Vereidigung von Zeugen war Gegenstand der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs 2011. Und es ist zumindest höchst fraglich, ob der Landesgesetzgeber von dieser Interpretation von Bundesrecht durch den Staatsgerichtshof abweichen kann. Ich würde sagen, nein. Am Kopfschütteln von Frau Faeser würde ich mal auslegen. Die SPD-Fraktion sieht das auch so. Der generelle Ausschluss von Beauftragten der Landesregierung, zumindest die Möglichkeit, begegnet auch schon verfassungsrechtlichen erheblichen Bedenken, ob das möglich ist. In Ihrem § 11, wie Sie das vorsehen. Und auch der eine lapidare Satz, um es exemplarisch auch herauszugreifen, zu Bild- und Tonübertragungen und die alleinige Entscheidung des Vorsitzenden, ob das passiert in der Sitzung oder nicht, das halte ich zumindest für sehr, sehr bedenklich. Es gibt im PUAG Regelungen, die aber ganz hohe Hürden vorsehen. Die müssen wir uns ganz genau anschauen und am Ende auch sehr kritisch überlegen, ob wir das gemeinsam wollen. Denn das Verbot von Bild- und Tonaufzeichnungen in öffentlichen Sitzungen, das dient nicht zuletzt auch dem Schutz der Zeuginnen und Zeugen und weniger dem Schutz der Abgeordneten. Deshalb kann man sich da auch nicht so leicht machen. Deshalb kann man sich das nicht so leicht machen. Nicht alle Zeugen in Untersuchungsausschüssen sind Minister und Ministerpräsidenten, sondern zum Teil auch ganz einfache Bürger. Und da wir ansonsten den schon von Herrn Kaufmann genannten Verweis auf die Strafprozessordnung haben und wir uns wesentlich sonst nach den Regeln des Strafprozesses hier zu richten haben, glaube ich nicht, dass man einen Untersuchungsausschuss so einfach in eine Showveranstaltung hier verwandeln kann. Ganz am Ende, das ist aber mein persönlicher Beitrag zum Schluss, glaube ich, dass es uns bei ausreichend gutem Gewillen hier gelingen wird, gemeinsam einen Gesetzentwurf vorzulegen, der verfassungskonform ist, der die Rechte der Minderheit ausreichend würdigt, der aber auch den Erfordernissen oder auch der parlamentarischen Mehrheit Rechnung trägt. Denn zur Wahrheit zählt auch, es gibt auch in Untersuchungsausschüssen Entscheidungen, die die parlamentarische Mehrheit treffen kann. Worauf sie auch, und sie hat auch ein aus der Verfassung abgeleitetes Recht darauf, auch manche Dinge mit Mehrheit zu entscheiden. Aber auch die Minderheitenrechte wollen wir dort stärken. Und wenn man positiv in die Zukunft schaut, vor etwa einem Jahr ist es vier Fraktionen dieses Hauses gelungen, sich auf 15 verfassungsändernde Gesetze gemeinsam zu verständigen. Ich glaube, dass es uns auch vielleicht mit mal zumindest der gleichen Mehrheit gelingen wird, uns auf ein Untersuchungsausschussgesetz zu verständigen. Unsere Bereitschaft ist dazu da. Wir sind auch bereit, das zeitnah anzugehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Christian Heinz. Das Wort hat die Abg. Nancy Faeser, SPD-Fraktion. Bitte sehr, Nancy. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist in der Tat, wie der Kollege Rudolph sagt, ein paar Dinge sind, glaube ich, auch in dieser Debatte klarzustellen. Ich will zunächst sagen, was das Verfahren betrifft, stimme ich mit meinen letzten Vorrednern überein. Ich finde es richtig, wenn es um solche elementaren Rechte der Abgeordneten geht, dass man sich dann auch zusammensetzt. Und es gab ja in der Tat die Verabredung in der Enquetekommission Verfassung, sich zusammenzusetzen. Und es gibt ja auch einen Entwurf, den Bündnis 90 die Grünen uns schon vorgelegt haben, auch mit Ausformulierung. Insofern finde ich das ausgesprochen richtig. Und deswegen hat die SPD-Fraktion auch erklärt, dass wir da mitarbeiten werden, in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe zusammenzuarbeiten, meine Damen und Herren. Ich will aber noch einmal sagen, worüber wir reden. Und ich finde schon spannend, wie unterschiedlich die Nuancierungen waren. Und ich glaube, darauf kommt es auch an. Weil das Untersuchungsverfahren ist ja in der parlamentarischen Demokratie in der Tat, wie der Kollege Heinz gesagt hat, das schärfste Schwert der Opposition. Sie haben es das Königsrecht genannt und hat eine äußerst wichtige Aufgabe zu erfüllen. In der Hessischen Verfassung ist es in Artikel 92 Absatz 1 Satz 1 geregelt, dass Untersuchungsausschüsse auf Antrag von einem Fünftel der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder verpflichtend einzusetzen ist. Und auf dieses elementare Recht der Oppositionsfraktion will ich auch noch einmal zu sprechen kommen, weil ich glaube, dass sich daraus nämlich ein paar wesentliche inhaltliche Dinge auch ableiten, meine Damen und Herren. Und das ist mir etwas zu kurz gekommen. Es dient nämlich dem Information- und Kontrollbefugnis des Parlaments. Und mit der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses erhalten die Parlamente die Möglichkeit, und das ist das Besondere an den Untersuchungsausschussverfahren, mit hoheitlichen Mitteln, wie sonst nur Gerichte und besonderen Behörden zur Verfügung stehen, selbstständig Sachverhalte zu prüfen,
die Sie in Erfüllung Ihres Verfassungsauftrags als Vertretung des Volkes für aufklärungsbedürftig halten. Jetzt ist es seit mehreren Jahren so, dass immer wieder ein Untersuchungsausschussgesetz auch von uns gefordert wurde. Aber, meine Damen und Herren, es gab immer den Hinweis, es läuft doch gerade ein Untersuchungsausschuss, deswegen können wir kein Gesetz machen. Das ist doch purer Unfug, meine Damen und Herren. Ein eigenständiges Gesetzgebungsverfahren für ein Gesetz für Untersuchungsausschüsse steht doch nicht entgegen, dass laufende Untersuchungsausschüsse tagen. Ich will das auch noch einmal sagen, das darf uns auch in der zukünftigen Arbeit miteinander nicht behindern, sonst bekommen wir in der Tat ein Problem. Ich habe es gerade dem Kollegen Rudolph schon gesagt. In 5 Minuten kann ich hier nicht aufzählen, was ich in den letzten Jahren in meiner Arbeit in den Untersuchungsausschüssen hier alles erleben musste. Ich will nur ein paar Dinge sagen, weil ich einfach einmal aufzeigen will, wo Handlungsbedarf dringendlich besteht. Ich habe in einem Untersuchungsausschuss, der eine oder andere erinnert sich, damals gemeinsam mit dem Kollegen Frömmrich, der jetzt nicht mehr der Debatte folgt, gemeinsam vor dem Staatsgerichtshof erstritten, dass wir Beweismittel, die uns laut Verfassung zustehen, hier umgesetzt bekommen. Meine Damen und Herren, also Herr Kollege Heinz, so ernst haben Sie das an vielen Stellen mit den Minderheitenrechten der Opposition hier im Hause nämlich nicht genommen. Und deswegen ist ein solches Gesetz auch so wichtig. Wir haben, Herr Kollege Boddenberg, wir haben das Recht erstritten, Zeugen hier erneut zu vernehmen und ein Sachverständigengutachten hier einzuholen. Das sind elementare Beweismittel aus der Strafprozessordnung. Meine Vorredner haben es gesagt. Es gibt einen ausdrücklichen Hinweis in Artikel 92 der Hessischen Verfassung, Absatz 3, dass diese hier anzuwenden sind. Deswegen hat der Staatsgerichtshof auch so entschieden, wie er entschieden hat. Und wenn der Kollege Heinz, und ich gebe ihm in der Rechtseinschätzung recht, hier darauf hingewiesen hat, dass die Vereidigung nicht mehr möglich ist, weil der Staatsgerichtshof das so entschieden hat, dann stimmt das im Ergebnis. Aber ich will mal kurz auf die Historie verweisen. In dem erwähnten Fürst von Metternich-Untersuchungsausschusses, wo es um das Pferd ging, hat der damalige Abgeordnete Roland Koch, der mal Ministerpräsident dieses Hauses war, erstritten, dass es das Recht auf Vereidigung geben soll. Das finde ich schon witzig, dass jetzt ausgerechnet das hier zum Beispiel herangeführt wird, dass das ja heutzutage nicht mehr geht. Also das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und ich appelliere an die Fraktion, dass es das nicht tut, sondern dass man einmal ordentlich jetzt in der interfraktionellen Arbeitsgruppe auch diese Rechte definiert. In dem Bewusstsein, da bin ich ganz bei Herrn Kaufmann, zu sagen, man kann mal Opposition sein und man kann mal Regierungsfraktion sein. Das ist das Entscheidende in einer solchen Arbeitsgruppe, dass das dann auch gilt und nicht nur die momentane Lage. Frau Kollegin Faeser, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich weiß, Herr Vorsitzender, ich hätte, wie gesagt, noch viel zu sagen. Ich glaube, es gibt wichtige Ansätze bei den Linken im Gesetz, aber es ist auch richtigerweise gesagt worden, dass manches so nicht geht, weil man Dinge aus anderen Bundesländern nicht einfach so übertragen können. Da muss man in der Tat auf die Hessische Verfassung zurückgreifen. Aber ich will es am Ende noch einmal sagen. Ich habe die dringende Bitte, dass wir zum einen auch zu einem Ergebnis kommen. Und ich glaube, dass sich die CDU da am meisten bewegen muss. Und tun Sie das, und tun Sie das unabhängig davon, ob Untersuchungsausschüsse in der nächsten Zeit eingesetzt werden oder nicht, weil hier dringender Handlungsbedarf besteht. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Faeser. Keine weiteren Wortmeldungen. Dann war das die erste Lesung. Der Gesetzentwurf wird an den Hauptausschuss überwiesen zur weiteren Beratung und Vorbereitung der zweiten Lesung.